Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Rune King. Die Vesani nutzen ihre angeborenen Fähigkeiten. Sie kanalisieren Gefühle. Glaubst du, du könntest so etwas auch? Ich weiß nicht. Aber suchen wir weiter. Vielleicht erfahre ich mehr. Der Glonum regt sich nicht unter seiner jahrhundertalten Staubschicht. Ohne Energie kann er sich nicht bewegen. Noch ein Kampf? Ich muss sagen, vom Level her ist es ganz schön ekelhaft, aber was soll's. Ich glaube, ich würde das Buch auf jeden Fall als erstes rausnehmen. In sich zumindest gerade die meiste Bedrohung drin, muss ich gestehen. So, Pike, einmal das hier bitte. Ich hoffe, ich habe jetzt den Dings angegriffen. Okay, habe ich. Ich wünschte, man könnte das hier skippen. Keine Ahnung, was gerade mit Ari los ist, Alter. I don't know, was gerade mit Ari los ist, aber die rasiert komplett. Erstmal 20.000 Resets bekommen. Okay. Ja, okay. Das ist nicht ein Angriff zu greifen mit der Attacke. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Golem steht so still, da wie die restlichen Vertreter seiner Art. Ohne Magie wird er sich nicht bewegen. Ich frage mich, ob wir gegen die alle noch kämpfen müssen. Dem Golem fehlen Energie und er bewegt sich nicht. Man kann ihn nur mit zusätzlicher magischer Energie wieder erwecken. Meine Krallen sind geschärft. Digga, was ist gerade mit Ari los? Komplett krank, das Mädel. Aber komplett. Ach, wir sind in meiner Vergangenheit. Gerade am Erkunden. Ja, ich hau erstmal komplett Powerplay raus. Hier, bitteschön. Bitteschön, dankeschön. Erstmal Vesani Buff bekommen. Komplett Vesani Buff. Oh Mann. So, einmal so. Einmal so. Das hat wehgetan. Dann gehe ich auf den unteren, dann gehe ich mit den anderen auf den oberen. Ich frag mich, ob ich hier auch wieder leveln muss. Was haben wir hier? Im Grunde ist ein Golem nur ein Gefäß. Wenn er fachgerecht gebaut wurde und mit sphärischen Erinnerungsspeichern verstärkt wurde, sollte es theoretisch möglich sein, ein Bewusstsein in den Stein zu übertragen. Ich bin sehr gespannt, ob die Fortsetzung meiner Forschungsarbeit zum zur Erinnerungsinfusion. Was?
Der uralte Zauber... Ziegel ist inaktiv. Auf der Oberfläche sind drei auffällige leere Plätze, von denen jeder das Siegel eines Elements trägt. Feuer, Erde und Wasser. Ich spüre eine große Menge magischer Energie ganz in der Nähe. Genug, um einen der Golems zu... Aktivieren, glaube ich, stand da. Wir werden immer besser. Kinderspiel. Wie eine Jägerin. Hatte ich nie. Das hilft. Halt mein Gesetz, Freunde hatte ich nie. Den Tod. Kann ich dich aktivieren? Okay. Denke mal, der ist jetzt aktiviert. Das Podium pulsiert vor angestauter magischer Energie. Darüber schwebt eine Masse aus pulsierender Magie, die mit einem Siegel gekennzeichnet ist. Darauf steht in Fesseln. Dieses Gerät kontrolliert wohl den Energiefluss. Also, bringt es sie zurück? Finden wir es heraus. Es funktioniert wieder. Unglaublich. Den gesegneten Inseln stand so viel zur Verfügung. Da haben mir gerade so viele Gegner, by the way, gemacht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die jetzt gegen mich kämpfen wollen. Die Tragödie der Zerstörung hat der Welt mehr genommen, als wir je erfahren werden. Deswegen darf sie sich nicht wiederholen. Gehen wir weiter. Okay, das wird gar nicht geil. Ja, okay. Die Hölle ist losgebrochen. Okay, ich würde einmal kurz gerne speichern, bevor ich mich mit diesem Typen da anlege. 83% haben wir schon, okay. So, und jetzt können wir mal gucken, was du auf dem Kasten hast. Ich habe ein bisschen Angst. Oh ja, 19k Leben. Okay. Einfach okay. Okay. Das wird so anstrengend, davon alle wegzumachen. Oh mein Gott, das ist eklig. Das ist wirklich ekelhaft. Gehört das hier. Und das sind halt free 3k Damage.
Attack. Oh, okay. Mehr als 2k Damage hier. Denke nochmal. Ich weiß nicht, ob das schon wieder abgelaufen ist. Deswegen. Let's take it. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Also, der Damage ist halt schon. Arig. Es hat wehgetan. Ja. Du bist nur eine Erinnerung. Okay, ich darf nochmal. Dann würde ich das einfach mal. Ich glaube, wir benutzen. Auch die Würdigen können Hilfe gebrauchen. Also die sind schon echt. Warum geben die mir nur 91 Erfahrung? Alter, hier zu leveln ist ja disgusting. Also das Ding ist halt aus. Hier irgendwo läuft halt einer rum, vor denen habe ich panische Angst. Und die beiden. Okay, der Golem summt vor sich hin. Er hält einen kleinen Talisman umklammert, der rot in seiner riesigen Hand glüht. Als du dich näherst, summt der Golem-Wächter des Typs Handwerker aktiv. Erinnerungskern leer. Bitte jetzt mit kompatiblen Erinnerungen füllen. Der Wächter regt sich nicht, bevor du dich ihm näherst. Nähern kannst du dröhnt Erinnerungsspeicher leer, Sabotage erkannt. Zum Reaktivieren des Wächters bitte mit Energie des Typs Befehl füllen. Aha. Bin verwirrt. Und was ist mit dem Wächter hier unten? Nebel, zu viel, muss angreifen. Aufgabe wird in Tier initiiert. Kann ich nichts einsammeln. Interessant, dass sie keinen Damage gekriegt haben. Ich muss der als erstes raus. Zu langsam. Der Damage tut weh. So, keine Zurückhaltung mehr. Mit Aridon nicht heilen müssen. Süß, wie sie sich anstrengen. So, was haben wir hier? Oh mein Gott, du siehst super, super gefährlich aus. Ich bin immer noch Aridon. 4 Wellen, oh mein Gott, das werde ich nicht überleben, I guess. Okay, let's try it. Hier, klatsch. Klatsch.
Und du willst nicht wieder den Buff auspacken? So wird gekämpft. Okay, jetzt kommt erstmal der hier. Okay, Halt die Augen offen. Das hat sicher wehgetan. So, das hier. Mit mir. Okay, ich sollte auf jeden Fall Tentakeln aufbauen. So, das kann ich einmal machen. Ich will das skippen. Weiter zu tackeln. So, Inverse bin ich. Dann kann ich das hier raushauen und hier weiter draufballern. Okay. So, dann. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir... Aufgepasst! Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau war. Ja, war es. Okay. Da will ich einen Reset bekommen. Hier rauf. Und Ari, hier bitte. Das vergessen Sie nicht. So, ich glaube hier einmal hier hin, bitte. So, was haben wir hier? Drei. Du hast es so gewollt. Neun. Würde ich sagen, der. Den anderen töte ich halt leider damit. Oder. Auch nicht. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, warum ich mich töte. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Jetzt habe ich dich in der Hand. Ach, nochmal ein Reset bekommen, dann hauen wir da halt nochmal eine Ult in die Fresse. Zu spät. Ein Kinderspiel.
Erstaunlicherweise habe ich das einfach überlebt. Ich bin wirklich erstaunt, dass ich das überleben konnte, was ich da gerade. Diese vier Wellen da, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Die Glyphen sind fast alle unleserlich, aber ein kleiner Abschnitt ist noch intakt. Wer diesen Text findet, muss unbedingt den Ältesten davon berichten, dass wir das Wissen der Vesal um jeden Preis bewahren müssen. Wir kamen aus Neugier hierher und dank Helia konnten wir sehr vieles hinsichtlich unserer eigenen Fähigkeiten und denen des Weißen Nebels lernen. Wir hoffen, dass zukünftige Generationen von unserer Arbeit hier profitieren können. Und der Text bricht abrupt ab. Der Golem vibriert vor Energie, sieht aber weiterhin still an seinem Platz. Es ist eine einfache Erinnerung nötig, damit er sich bewegt. Evakuierungsprotokoll der gesegneten Insel in Kraft gesetzt. Nebelumwandlung läuft und Erinnerungsübertragung wurde integriert. Alle Erinnerungssphären müssen in Infusionsstadien gesichert werden, um mit der Zauberinfusion zu beginnen. Ein silberes Sphäre glüht und posiert in der Luft. Ihre Funktion ist nicht eindeutig. Etwas zieht dich zu ihr. Die Hand ausstrecken. Ich spüre so viele Gefühle in dieser Sphäre. Eine Art Behälter? Kannst du sie herausziehen? Die Vesani in meiner Erinnerung haben diese Gefühle für die Golems genutzt. Mit meinen Fähigkeiten sollte es gehen. Ich habe es geschafft. Ich bin zu mehr in der Lage, als ich dachte. Dann können wir jetzt vielleicht diese Golems aus dem Weg räumen. Pause einen Moment, um den Unterschied zwischen dem magiebetriebenen Wächter vor dir und jenen zu erkennen, der außer Betrieb ist. Dieser Golem hier kann sich bewegen, benötigt dafür jedoch eine einfache Erinnerung. Erinnerung zugewiesen, Aufgabe angenommen. Verstand leer, muss mich ausruhen. Der Golem zersprang in tausend kleine Stücke und lässt etwas fallen. Auf dem Boden findest du ein kleines Siegel mit der Rune für Erde. Das Gelb blüht, das Siegel nehmen. Ich erinnere mich. Nebel, zu viel, muss angreifen. Ich nehme mich aus wie ein Fisch. Okay. Ein Kinderspiel. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Krass, Alter. Eloy ist tot. Nein, ist. Oh mein Gott, was für ein Glück habe ich bitte? Halt die Augen offen. Was für ein Glück habe ich, oh mein Gott. Hat weh getan. Wirklich mehr Glück als Verstand. Ohne Eloy schaffe ich das halt nicht, ne?
Wenn die Laue nicht mehr tankt, bin ich raus. Schönen Snack. Eine weitere silbrige Sphäre schwebt in der Luft. Vielleicht enthält sie auch Erinnerungen, die die Wächter zum Leben erwecken können. Es ist, als könnte ich die Hitze der Schmiede in meinem Gesicht spüren. Das müssen die Erinnerungen eines Schmiedes oder so sein. Während die silbrige Sphäre sich auflöst, strahlt die Kugel der Täuschung ein seltsames Licht aus. Sie kann jetzt Erinnerungen des Typs Handwerk in die Wächter übertragen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns aber erst im nächsten Part wieder. Bis dann und bye bye.